Herzlich willkommen zu Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Oh yeah, und dem Sweeney Man. Ja, nice. Und heute mit jemandem, den wir auch schon länger nicht mehr hatten, Diana Ankudinova. Konzert in Moskau vom 26. Januar 2022. Ziemlich up to date mit einem Cover, denke ich mal, Personal Jesus. Personal Jesus. Ich frage mich, ob es der Track von Deepish Mode ist. Personal Jesus. Your own personal Jesus. Ich denke doch. Ich denke doch. Oh, nice. Von ihren Cover jetzt. Ja. Herrlich. Okay, gleich erstmal natürlich erster Eindruck. Kennt er von uns. Sie eigentlich recht schlicht gehalten, mit dem Hintergrund verschwimmend. Cool, aber dann wird wahrscheinlich der Fokus direkt auf der Stimme sein. Ihr Kleid sieht so ledern aus, so ein bisschen. Kann mich jetzt natürlich auch irren, dass es jetzt einfach nur so spiegelt. Sie startet gleich mit einer tiefen Stimme. Mach nochmal 10 Sekunden zurück. Herrlich, den Start möchte ich mir nochmal geben. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Oh, fällt mir gerade schwer, dich mitzusehen. Ja, ich bin großer Deepish Mode-Fan. Oh, toll, toll. Ich finde es ja auch immer schön, wenn sozusagen die Musik simpel und einfach ist, unterstützend, in diesem Fall jetzt auf einem Klavierton und dann der Fokus auf die Stimme ist. Mal schauen. Ich glaube, der Originalsong, der fängt ja auch so in etwa an. Ich bin jetzt mal gespannt, ob noch eine Band dazu kommt. Erstmal bei Diana Ankudinova natürlich ganz klar zu sagen, wie immer, Fans wissen, was uns hier erwartet. Wir wissen es nicht. Wir haben es noch nicht gesehen. Und ich weiß aber, dass sie definitiv, wenn sie diesen Song performt, den garantiert auch mit einer eigenen Note performen wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also bleibt dran, Leute. Los geht's. Ist ja alleine schon, dass sie sozusagen diese tiefe Stimme wieder hat. So ist your own personal Jesus. Also sie kann ja auch beides, ne? Hoch und tief. Voll. Someone to hear your prayers. Aber ich finde ja auf jeden Fall, diese tiefe Stimme ist echt ihr unique selling point, würde ich sagen. Es ist auch so einzigartig. Ja. Sie hat ja auch immer diese Double Voice. Ja. Sie hat auch immer dieses zwei Stimmen in ein. Darüber spekulieren wir ja, ob das sozusagen in der Produktion ist oder ob sie das sozusagen selber macht. Ach so, da hatte mir letzte Mal jemand geschrieben, Grüße gehen raus, das liegt nicht an der Produktion. Das ist ihre Stimme. Ja, das ist schon krass, ne? Someone who's there. Gut, jetzt mit dem Flüstern vielleicht, weil es noch ein Backup bei. Echo. Feeling I know when you're all alone. Flash and boom by the telephone. Lift up the receiver and make a Da ist auf jeden Fall eine zweite Stimme mit drin. Ja, da ist eine zweite Stimme, denke ich, jetzt mit drin. Das meine ich nicht damit. Ja. Sondern wenn sie mit ihrer tiefen Stimme, da ist so eine Subschwingung mit drin. Ja. Oder auch wenn sie höher geht, da ist eine Subschwingung mit drin. Ja. Als würde ihre Stimme, wie soll ich das sagen, einen Akkord spielen. Ja. Ne? Also ein Akkord besteht immer aus drei Klängen. Kann manchmal auch vier haben. Ne? Aber in der Regel besteht ein Akkord ganz normal aus drei Klängen. Dem Grundton, der Terz, groß oder kleine, je nachdem, ist es Du oder Moll. Und natürlich der Quinte. Ihr wisst dann natürlich alles. Und auf jeden Fall. Oder ansonsten, falls ihr das lernen genau, wollt. Genau, wer darüber wissen wollt, schreibt mich an. Aber lange Rede, kurzer Unsinn. Sie hat halt eben diese Subschwingung in ihrer Stimme. Voll. Als würde sie halt ein C und ein E gleichzeitig spielen und das dann eben vermischen. Und das ist das Krasse bei ihr. Jetzt hört man natürlich ganz deutlich raus, da wird ein Backup sein oder was untergemischt, natürlich. Take a second best for me to the test.
wishes you need to confess. And I will deliver him now, unforgiven. Ach, schön. Der Abgang gerade. Ne? Und da hast du es wieder gehört. Sie singt sozusagen eine tiefe Stimme und hat nochmal einen Mitteltöner mit drin. Und dann am Ende macht sie diesen hohen Abgang. So, ja. Die Quinte von dem Akkord. Und das ist das Krasse bei ihr. Das ist so unglaublich, weil das halt so einzigartig ist. Machen wir ruhig nochmal 10 Sekunden zurück. Ja, auch hier natürlich, wir werden das jetzt hier neuerdings, denke ich, in unser Format mit aufnehmen, damit wir die Übergänge natürlich auch alle haben. Dadurch geht die Sendung halt ein bisschen mehr, aber hey, euch wird es ja nicht stören, oder? Weiter geht's. Und ich meine jetzt nicht die Zweitstimme. Ich meine in ihrer Stimme. Ich habe schon verstanden. Da muss man jetzt auch wirklich genau hin. Der das Abgang ist nicht so von der Stimme sozusagen, wie genau. wie sie dahin kommt. Und unglaublich einfach. So ja. Einzigartig. Schön, ihr Blick gerade. Toll, das wird schön. Spannend. Also jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass der Frontman von Deepish Mode hat ja auch eher eine tiefe Stimme, geht auch ein bisschen so in die Mitten und leicht in die Höhen. Ist jetzt natürlich, ich frage mich, ob sie da vielleicht den eigenen Touch noch ein paar Höhen mit einbaut. Also ich hoffe es. Ich mag gerade es, orientiert wenn sie sich in die Hochtöner geht. Gerade aber sie orientiert geht sich ja, am Original. Ne? Ja, ne? Also sie geht da auch sehr ans Original, ja. Finde ich aber auch gut. You're all personal, Jesus. Schön. Someone to hear your prayers, someone who's there. Also auf jeden Fall schön simpel gehalten, sage ich mal hier. Ne? Ja, auch vom Bühnenbild her. Na, es ist eigentlich, glaube ich, eine Anlehnung ans Originalvideo. Kennst du das Originalvideo? Ja. Ne, von Person. Von ist schon ein paar Jahre alt. Also ne? Generell so die Deepish Mode Videos waren dann oft auch manchmal. War das so in den 80ern? Ja, 90er. 90er? 80er, 90er. So, ich habe es jetzt nicht genau auf ich denke eher 90er-Style sogar. Okay. Und also generell, die machen auch seit Jahrzehnten Mucke, die treten auch, glaube ich, immer noch auf. Aber da gab es halt eben auch bei Is No Good und so immer die Kulisse so mit der kleinen Bühne. Und das erinnert mich so ein bisschen gerade daran, wo sie so steht. Okay. Das ist auch nämlich so schlicht gehalten und der Sänger eigentlich so auf der Bühne und so. Also es geht so ein bisschen in die Richtung der Videos, die Deepish Mode gedreht haben. So diese Schlichtheit auch. Und sie setzt das ganz toll um. Reach on the touch pale. Schön. Der Beat geht runter und die Stimme geht hoch. Sie singt allerdings schon in einer anderen Tonlage. Okay. Ne, als jetzt das Original. Ist sehr interessant. Schön. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie den Chor gerade hinten gedoppelt hat, aber der ist auf jeden Fall auch richtig schön supporting für die Stimme, die jetzt gerade auch hochgeht. Schön, wie sie sozusagen mit dem Flow gespielt hat. Ne, ihre Stimme geht nach oben, so sie fühlt es auch total. Ne, dazu ihre Handbewegung, ja. Zack, einfach so nach oben. Ja, herrlich, einfach schön. Lustig auch das Mikrofon, Alter. Das ist ja richtig das Glitzer-Mike, ja? Ja. Das Sternchen-Mike. Auf jeden Fall. Und sie hält es natürlich auch erstmal wieder extrem weit weg. Ja, ja. Weil es wahrscheinlich gerade wird sie richtig Volumen haben. So. Genau, den ganzen Sound einfach wieder mal sprengen würde. Sie geht gerade
schön in die Vollen. Man sieht es auch an ihrem Arm, an ihrer Bewegung, wie sie richtig rauslässt. Unglaublich. Ja, ich schön, darauf habe ich gehofft. Ja, die eigene Interpretation, genau. Die eigene Note mehr reinbringen. Genau, dass sie ihre eigene Note nochmal so richtig schön zeigt gerade. Super, machen wir auch gleich nochmal zurück. Herrlich auf jeden Fall, ganz, ganz groß. Aber ne, auch mal mein ganz, ganz krasses Ding mal so nebenbei. Eine Dame, die jetzt sozusagen ein Cover auch von einem Mann singt. Ja. Und so... Vom Stimmvolumen ist sie ja auf jeden Fall da. In den gleichen Tonlagen. Ja. Und ich sag mal, nee, der Frontman, der hat ja auch eigentlich eine recht softe Stimme, auch oft von Deepish Mode und dann manchmal so die kräftigen rein. Also er weiß auf jeden Fall auch zu singen. Und sie setzt es ganz, ganz toll um. Und muss sich eigentlich die ganze Zeit zügeln, glaube ich, voll, ne, so in ihre Vollen zu gehen, weil sie muss sich ja an das Original halten, mehr oder weniger. Und jetzt bricht sie nochmal am Ende schön aus. Finde ich super. Finde ich super, lass uns nochmal genießen. War kurz Pause, der war krass. Der war krass. Ihr okay. Abgang auf dieses kleine Geräusch im Hintergrund, achtet mal drauf. Leute, achtet mal da drauf. Jetzt gehen wir mal hier wirklich ganz genau mal an die Sache. Tiefe Analyse. Das ist mehr so eine Gehörsache. Okay. Dieser klangbildmäßige Übergang. Die Endnuance ihrer Stimme, wo sie den Abgang macht, geht genau in den Ton rein, der in dem Beat sozusagen ist. In dieses Klingen im Hintergrund. Ihr müsst da mal drauf achten. Einfach mal reinhören. Ne? Wow. Das ist ja auch vom Ton. Das ist ja auch vom Ton da landen, wo das Thema halt anschließt. Ne? Ja, aber sie macht doch mal so einen Schwenker, dieses so, ne? Ja. Und dann einfach unglaubliche Klasse so. Ihr merkt schon, da rufen die Leute sofort an, so. Völlig krass, da muss ich eigentlich gleich mal weg. Aber wir bleiben weiter kurz drin. Sweetie Man begleitet euch gleich weiter. Ich nehme kurz den Fernanruf an, so. Weiter geht's. Yeah, okay. Oh, krasser Call. Die Fans rasten aus. Wir sollen mehr von Diana bringen. Was geht ab? Yeah. Schreibt uns rein. Wollt ihr mehr von Diana? Dann schreibt uns rein. Okay, jetzt aber erstmal zum großen Finale. Hier Personal Jesus, sie ging in die Vollen. Ne? Nochmal schön ausgebrochen, wie ich gerade gesagt habe. Machen wir nochmal kurz zurück, oder hattest du? Schad nicht, die 10 Sekündchen, die habt ihr auch noch, oder? Ja, schön. Nice. Herrlich. Kurz vorm Abgang. Nochmal reingesneakt hier. Ja, passiert. Wie gesagt, ne, wir nehmen immer alles ohne Schnitt auf. Kann manchmal passieren. Leute, ich bin auf jeden Fall doch sehr gut angetan, ein sehr, sehr schönes Cover von Deepish Mode, hier von Diana an Kudinova. Finde ich mega. Ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal in so die eine oder andere Sache bei ihr reinschauen. Definitiv. Diana. Denn irgendwie bin ich gerade heiß geworden und ich brauche gerade irgendwie was, wo sie noch mehr rausgeht. Welche Empfehlung hast du für Diana für uns? Ganz genau, wenn ihr Empfehlungen habt, immer unten mit reinschreiben. Und ansonsten, das war's von uns. Klangbild Reaction! Und wenn ihr freshe Kompositionen wollt, könnt ihr euch an mich wenden. Und wenn ihr Lust habt, auch vielleicht ein krasses Klavierstück wieder aufzufrischen, weil ihr mal Klavier gespielt habt, könnt ihr mich auch mal anschreiben. Vielleicht habe ich da noch einen Termin frei. Und ansonsten, wenn ihr Beats braucht, wenn ihr krasse Samples braucht, wenn ihr irgendwas, was mit Mucke zu tun habt, braucht eine Kameraführung überhaupt, fette Beats. Wendet euch an Sweeney Man. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ganz genau. Das Originalvideo ist auch unten verlinkt. Und ansonsten, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und deine.
Und das war's von uns. Und bis zum nächsten Mal. Und Peace out.